das schon wieder. Hallo, ich meine, hallo, du sitzt hier zum ersten Mal bei mir. Ist der absolute Knaller. Was habe ich vorhin gesagt? Gisela. Das ist unbelievable. Es ist unmöglich, mit dem HSV in FIFA 13 auch nur Meister zu werden. Liegt auch dran, dass du scheiße spielst. Liebe Freunde, es ist soweit. Es gibt jetzt wieder Bundesliga. Und zwar Eröffnungsspiel Bayern München gegen Schalke. Und liebe Freunde, zum allerersten Mal, es gibt's gar nicht. Wir kennen uns jetzt schon seit 3 Jahren? 4 Jahren? Ich glaube, drei Jahre müssen es schon sein. Und wir haben immer gesagt in den 3 Jahren, wir müssen uns mal treffen und aufnehmen. Und heute ist es soweit. Und das Geile ist sogar mit der FIFA 21 Vorabversion dank dem EA Game Changer Programm. Are you ready? Willkommen, Ben Masterful! Lassen. Zwar, Leute, ganz kurz, bevor wir loslegen, es gibt auch ein Video bei Ben, dasselbe Spiel nochmal und das Interessante dabei wird mit FIFA 20. Jawohl. Und deswegen gucken wir mal, wie das Spiel heute hier ausgeht und wie es bei Ben mit FIFA 20 ausgehen wird. Und das Interessante ist, der Unterschied ist eigentlich nur das Gameplay, weil wir spielen hier auch FIFA 20 Datensatz. Wir hatten ja vor der Aufnahme schon die Probleme, alleine mit 2 Controllern über die gleiche Konsole zu spielen. Ich muss da hierhin reden. Das war so richtig voll abgenoobt. Ah, ich bin fertig, passt so, ich mach dich eh fertig, ist kein Thema. Ja, Leute, dann wird's mal spannend. Ich würde sagen, Daumen nach oben natürlich für das Video, würde mich auf jeden Fall freuen. Und mal die ganzen Links in der Videobeschreibung abklappern. Und nicht bei Ben ein Abo dalassen. Boah, den halte ich. Achso, ich bin der zweite Bayern-Spieler. Ja, Mann, wir müssen das Spiel zusammenspielen. Du bist auch schon wieder so lost, wa? Okay, hä? Ach, jetzt bin ich rot. Nee, ich bin rot. Nee. Nö, doch. Ist alles geschummelt. Willkommen in der Fake-Allianz-Arena. Die sind nämlich leider immer noch nicht dabei in FIFA 21. Puh. Warum eigentlich nicht? Grüße gehen an Konami raus. Achso. Hörst du den neuen Stadionsprecher? Der ist richtig geil. Hab ich gehört, da soll irgendwie was gemacht worden sein. Ach stimmt, das war in deinem Video, du hast das erzählt. Ne? Übrigens, wir haben keine Kopfhörer für 2, deswegen war das hier gerade so erotisch. Ja. Absolute Erotik. Ich werde dich jetzt erstmal fertig machen. Dribbelsieger! 2.0 incoming! Ja, Serge Gnabry, das ist das. Das ist ein Maschinchen. Pass auf, ich mach dich fertig, pass auf. Hier links, rechts. Oh, nein! Lewandowski. Lewandowski, erstmal ein bisschen agiles Dribbling. Da hab ich mit gerechnet. Guck, Levi. Oh, Levi verkackt. Und jetzt, der sitzt. Nee. Oh, Pavard, so langsam. Was ist los mit dem Kollegen? Ist auch so ein bisschen im Urlaub, ne? Oh. Hui. Wow. Sané, starte. Alter, ist so krass mit Sané jetzt bei Bayern, ne? Ja, ich glaube auch, die werden Meister. Aber was für eine Überraschung. Pass auf. Pass nicht auf. Was machst du denn da? Also meine Flanke war viel schöner gerade. Komm, Levi. Jetzt. Hackentrick. Sehr schön. Nein. Flick. Lupfer. Warum macht der so einen komischen Flick? Hansi Flick? Schieß doch einfach mal. Was war das denn jetzt? Bist du schon heiß oder was? Ja, heiß auf FIFA 21. Aber guck mal hier. Das war eine taktische Aktion, um dich auszubremsen. Das war einfach eine Unvermögen, um mich auszubremsen. Wieso hat der Schiedsrichter die 99? Ich weiß noch nicht, was da ist. Wie gesagt, wir haben ja noch nicht die Vollversion. Und es kann vielleicht sein, dass vielleicht hier noch was passiert mit den Schiris. Es gibt ja so ein Gerücht, dass ja noch die original echten Schiris kommen. Aber ob das stimmt, weiß ich nicht. Schiri-Boot! Ich weiß das wirklich nicht. Jetzt! Das war Abseits, hallo! Jetzt! Das war doch Abseits! Oh, das ist drin! Pass auf! Nix! Jetzt! Ja, Süle! Voll verkackt.
Jetzt erstmal einen schönen Konter. Erstmal einen schönen Abseits. Konter. Mülli, Mülli, Mülli. Nixa. Levi. Sané. Sané. Gegen sein Ex-Schalke übrigens, fällt mir gerade ein, ne? Gegen sein Ex-Schalke. Geil, ja. Gnabry. Guck dir das an, so muss man Fußball spielen. Es ist ja auch nicht ein... So muss man Fußball spielen. Es ist ja auch nicht schwer mit Bayern gegen Schalke. Jetzt, er wollte unbedingt Schalke spielen. Jetzt, es ist nicht schwer, es ist nicht schwer, es ist nicht schwer. Aber du kannst ja mal sagen, was ist dein wirklicher Tipp bei dem Spiel? Boah, also ich glaube, die Bayern werden ein bisschen Schwierigkeiten haben, aus dem Sommerschlaf zu kommen. Welcher Sommerschlaf? Naja, jetzt die Pause. Die eineinhalb Wochen, da? Ne? Ja. Oh, pass auf, pass auf, pass auf, pass auf! Ui. Deswegen meinst du, also wie gesagt, schwer? Die Bayern haben Startprobleme, dann auch noch Schalke. Also ich glaube, das wird schon ein spannendes Spiel. Um es auf den Punkt zu bringen, 5-0. Du kannst die Vorbereitung bei keinem wirklich ernst nehmen. Ja, stimmt. Bayern 8-2. Gegen Corona. Gegen, wie hießen die? Barcelona. Oh shit, ich glaube, es war kein Abseits, ne? Doch, habe ich sofort gesehen, dass es Abseits war. Ja, genau. Da guck mal hier, aber guck mal, Pavard, es war kein Abseits. Pavard ist doch aufgehoben. Kann man jetzt nicht in FIFA 21 auch zurückspulen, wie im Rennspiel? Ja, ich glaube aber nicht, wenn wir zu zweit den Kickoff spielen. Nur einzeln, glaube ich. Sonst wäre da oben rechts seine Einblendung gekommen. Ich oh mein Gott, den mache ich. Nix da mit deinem Tempo, du. Ui, Süle verbockt's. Kriegst du nicht. Wollte ich halt noch mal einen. Oh, Ausblick guck dir das mal an. Und jetzt ist Sané weg hier. Jetzt, ja, ich wollte den Keeper raus. Pass auf. Was macht denn Sané, du? Ich wollte eigentlich einen Skill machen, aber der Sané hatte keinen Bock. Wer kennt ihn, Sané, du? Achtung. Oh, das nenne ich mal einen Einsatz, Kollege. So, jetzt erstmal Flanke. Und? Oh! Hast du das gesehen? Das war die CPU, ne? Das war dieser L3 plus R3. So rum. Der Sheet. Der Sheet. Ja gut, ich bin halt Bayern, du spielst halt ein Zweitligist, was willst du machen? Ja. Hab ich. Nix da. Mach ich! Oh, kriegt den Sané noch? Absolut. Und jetzt ist wieder Sané durch. Ich sag dir, Tor. Keeper raus! Ich schwör dir, Tor. Guck dir das an, was Lewandowski hier macht. Eigentlich wollte ich komplett Flügelwechsel machen mit den neuen Flanken, die da gehen, aber... Oh shit. Kill. Das war ja einfach. Ja, das war ein ganz schöner Defensivfehler, also von mir jetzt. Ja, natürlich. Ist aber logisch. Bei dir offensiv, stark. Defensivfehler. Es war ein Defensivfehler. Ja, guck doch mal, guck dir, da hab ich da mit Alaba, guck den Rotzo. Hast du mit Alaba gehört? 25 Millionen Jahresgehalt. Ja, und Downgrade bei FIFA 21. Hat er verdient. Oh, da kriegst du jetzt Beef hier, du. Warte mal, erstmal dich auskennen. Guck, ey! Hallo, Foul! Ach komm, hingefallen. Das war ein Foul. Nix da, ausgerutscht. Aha. Also du kannst das nicht mit den Abseits-Dingern, ne? So langsam fühle ich mich hier benachteiligt. Ich kriege dich auf um. Komm her. Komm. Mit Ansage. Komm her. Oh, ich hab leider ein bisschen... Nein. Gott sei Dank. Mann, mir gibt's eine Pumpgun. Knappes Ding zur Halbzeit, würde ich sagen. Guck mal, ganz ehrlich, wenn das so wird, das Spiel, wäre es geil, das dann so anzugucken. Ja, wie gesagt, Real-Life-Tippig ist noch spannender. Mit Bayern so 4-0 ja, oder sowas. Beide ja, ne? Spannend für Bayern. So, guck mal hier. Ballbesitz 54%. Oh, guck mal, meine Schussgenauigkeit. Deine 33%, nicht meine. Meine ist 100%. Ist okay. Also, Schalkes gewohntes Bild, ne? Ja. Nee, zu viel Ballbesitz. Ja, dann musst du dir mal ein bisschen ändern. Willst du irgendwas wechseln oder beide? Ich will so. Ich mach jetzt das Entscheidungstor. Pass auf. Ich hab gesagt, jetzt geht's nicht. Da ist die Tür. Gelb! Nee, Chipka, ne? Das geht gar nicht, Diggi. Das geht gar nicht. Da ist korrekt nicht mal gelb. Oh, ich mach Tor. Guck, pass auf! Ich bin da reingegangen, ja, ne? Der ist drin! Nix da! Jetzt pass auf.
Raum ist da. Raum ist da. Oh. Oh. Nein! Das war aber schlecht verteidigt. Im ersten Moment war der gut verteidigt, weil ich wusste, dass der Ball kommt. Aber warum spielt er den so kacke raus? Hier, warum? Was macht er denn da? Was hat er denn vor? Serge Gnabry hier, du. Aber hast du das gesehen? Aber was hat er denn da geköpft? Aber? Ja, ich wollte ihn raushauen. Ich hatte eigentlich hier, da, Viereck. Ich hab dir doch gesagt, manuelles Kopfball spielen jetzt in FIFA 21. Ja, soll ich das Mikro wegköpfen, oder was? Nee, du musst besser lenken. Ach so. Komm her. Aber ein 3-1, das finde ich jetzt, okay, das ist eigentlich Schalke-Tor gegen Bayern, finde ich eigentlich ein bisschen schwachsinnig, bei aller Liebe zu Schalke jetzt, in echt jetzt mal. Aber ein 3-1 ist gar nicht so unrealistisch, oder? Nee, total. Im Eröffnungsspiel. Pass auf, setz Gnabrys durch, Diggi. Pass auf, pass auf, pass auf. Oh, 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 ich hab's. Das war richtig schlecht von mir. Weekend League kann kommen, Leute. Guck mal, steht der Held, deswegen kommen die Pässe nicht an. Ey, was ist jetzt los? Ach, da ist mein Torwart. Ich hab grad Neuer nicht gesehen. Komm, Gnabry, komm, Gnabry, komm, Gnabry. Nix umgrätschen, hör auf mit rumgrätschen, du. Yo. Nein! Hey, das war mal halt, ne? Das war halt Tor. Alter, das muss mal rot geben. Nix, ja. Ey, ich spiel extra nicht weiter, aber ich dachte, er pfeift. FIFA 21 pfeifen liegt zum Glück nicht mehr so viel. Und wenn, dann verteilen sie gelbe Karten. Oh! Oh! Der war gut gespielt. Der war gut gespielt. Mami, der Ben ärgert mich. So schön und einfach kann Fußball sein. Das sagt einer, der Schalke gerade spielt. Aber guck mal, nachsetzen. Aber war echt schön gespielt, doch. Flach und hart, ja, in die Mitte. Doch, war echt schon geil gespielt, muss man schon sagen. Er spielt. Schnück! Ja, und Frepp! Oh, mit Ansage spielt er den Ball. Neuer raus! Aber das hätte doch bestimmt Elfmeter gegeben, wenn er nicht reingeht. Ja, oder? Wahrscheinlich. Coman! Der King! Jetzt oder gleich? Jetzt! Du hast eh verloren, den Lappen. Da guckt Rabona und. Aber nicht mit Fährmann. Der Fährmann ist wieder da. Der ist ja die 9. So, der ist ja die 9. Oh, Traumding. Ja, er spielt. Das war so ein richtiger Weekend League-Spielerpass. Das war ein schneller Vorne. Oh Gott, ich krieg so Hate von den Weekend League-Spielern, wenn ich so weitermache. Den hast du schon, da brauchst du nicht weitermachen. Pass auf, Digi. Guck dir das mal an, ne? Ja, Kondition. Ich hab zu lange auf Pressing gespielt. Kommt der wieder mit seinen Pressing Ausreden? Gespielt. Kommt der wieder mit seinen Ausreden? Aber 5 Tore, das ist ja das, was ich prophezeit hatte. Kimmich. Zum ersten, zum zweiten, zum dritten. Lewandowski. Oh, gib mir. Was? Er pfeift einfach. Hä? Er pfeift einfach ab. So eine Pfeife, sag ich dir. Ja, eine richtige Pfeife hier. Mama, ich bin jetzt sauer. Ich brauch einen Wutzel. Mama? Ich weiß auch nicht. Mama? Ja, schön, dass du da warst. Ja. Hat mir keinen Spaß gemacht. Du, es war ja gar keine Herausforderung. Stell dir mal vor, ich hätte gewonnen. Was wäre hier los auf deinem Kanal? Oh. Mit Schalke. Jetzt können ja mal die ganzen Dortmund-Fans einen Daumen nach oben klicken, dass ich so lieb war. Und die Bayern-Fans können Feedback dalassen, ob sie es gut so finden. Ja. Und auf jeden Fall euren Tipp, wie ihr sagt, wie das Spiel ausgeht. Ja, auf jeden Fall. Seid ihr meiner Meinung, es wird ein 5-0 knappes Ergebnis oder... Ich sag mal hier 5-2, hallo, ganz klar, 5-2 hier. Ja. Oder schaut bei Ben vorbei, FIFA 20, wie es da ausgeht. Da spiele ich Bayern. Würde ich mal sagen. Und ich versuche dann Schalke in 5-2 zu So. Jetzt muss ich mich richtig anstrengen. Also ich bedanke mich, dass du dabei warst. Hat mir richtig Spaß gemacht. Ich fand's auch super. Endlich hat's mal geklappt. Ja, endlich hat's mal geklappt. Ich nörgel ja seit 2 Jahren. Wir sehen uns dann also wieder in 3 Jahren. Und dann kommt er immer mit seinen Ausreden. Ich hab so einen 4-Wochen-Plan. Ja, hab ich ja auch. Dann sage ich jetzt mal Tschü mit Ü. Tschüss.